Ja, Leute, es ist soweit. Heute großer Tag. Es gibt eine neue Map in The Hunter Call of the Wild. Und da schauen wir natürlich rein. Ah, ich habe mir erstmal natürlich schön Kaffee gemacht. In feierlicher Vorfreude gehen wir erstmal eine Runde jagen. Revier wählen. Und wir müssen mal eben gucken, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn? Da! Mississippi! Das Reservat Mississippi Acres, Heimat der Delta Blues, bietet einzigartige Möglichkeiten für Jäger, die nicht wasserscheu sind. Nachdem einige der Einwohner durch starke Überschwemmungen aus ihren Häusern getrieben wurden, machen sich die Tiere der Region breit. Die lehmigen Baumwollfelder und Wiesen ziehen hungrige Razorbacks, Wachteln und Waschbären an. Die Kiefernwälder und Hügel sind voller Hirsche und Graufüchse, während sich der unzähmbare Mississippi-Alligator in den toten Flussarmen des Reservats einnistet. Graufüchse, Alligatoren, Wachteln, Waschbären? Da gehen wir mal rein. Ah, und es geht los. Und es sieht auch schon gut aus. Und hier oben in der Ecke war auch schon ein kleiner Caller. Ja, ich habe die Story-Parts ja komplett aus, sozusagen, beziehungsweise auch das, was hier gerne immer erzählt wird. Also es gibt da ein paar freakige Sounds gerade. Vielleicht ist das irgendwie so eine Art Windmühle, kann das sein? So eine Wasserpumpe, so eine luftbetriebene. Wir machen erstmal hier schön links, rechts. Oder soll ich das so anhören? Ich bin gespannt. Wie gesagt, also ich höre mir den Part. Vielleicht gehe ich da irgendwann mal so durch. Aber so für die Videos und im Stream ist das einfach zu langwierig. Howdy! Geil! Cool. So, wo sind wir denn hier? Erster Eindruck. Erstmal schon ganz chillig. Erstmal Handy sauber machen. Gucken, wo wir hier sind. Alter, viele Wege. Sind das hier tatsächlich schon? Oh, cool gemacht. Dass man hier wirklich so den Eindruck auch hat, dass es hier so Farmland ist und so. Und der Rest halt noch komplett dunkel. Ist es das? Also ich bin sehr gespannt. Wir rennen jetzt hier einfach mal von einem Punkt zum nächsten. Da ist, glaube ich, der Part für die Story. Hier haben wir höchstwahrscheinlich die erste Hütte stehen. Das heißt, wir gehen einfach mal da oben hin. Wegpunkt setzen. Wenn der Wind es zulässt. Und das hörte sich schon an nach Schwein. Und da sind auch schon Schweine. Wir sind quasi close in einem Schweinegebiet. Ich weiß gar nicht, was ich für Ballermänner dabei habe. Inventar. Schnell mal gucken. Kleiner Ballermann. Flinte. Nochmal eine Flinte. Oh je, ich bin nicht gut ausgerüstet. Flinte mit Vogelschrot. Kann das sein? Nee, mit Rehposten, aber reicht für die Schweine. Okay, wir müssen direkt von vornherein ein wenig eskalieren. Das war daneben. Aber das eine haben wir direkt getroffen, das männliche. Alter, ist ja der Wahnsinn. Ich komme hier rein und dann geht das direkt so los. Aber ich finde es schon geil, dass hier die Schweine... Oh, da kommt noch welche. Da kriegen wir vielleicht noch zwei. Dass sich die Schweine hier
über die Felder hermachen? Da kommt noch eins, das nehmen wir auch noch mit. Kommt da noch mehr? Nee. Oh, jetzt sehen wir es schlecht. Naja, lieber ein bisschen sicherer Schuss. Ich meine, wir sind jetzt hier gerade mit der Schrotflinte unterwegs. Ich hatte ja auch im Livestream schon gesagt, ich werde demnächst ein bisschen mehr auch mal die Flinten in den Fokus nehmen. Sehr wenig bisher verwendet. Von daher nehmen wir die doch gerne auch mal mit. Und ich merke gerade, uff, es ist viel zu laut. Sorry. Ich glaube, so reicht es gänzlich. Ei, 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 ei. So, ihr könnt jetzt wieder ein bisschen lauter drehen. Alter. Oh, guck mal, da liegt er schon. Da liegt er schon. Da liegt er schon. Alter. Alter, wie er aussieht. Und direkt noch ein Fuchs. Aber mal ehrlich, das ist richtig schön wollig. Geil, Eisen. Und ganz gut getroffen. Schön halt in die Lunge rein, mit dem Schrot von vorne. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ist aber auch schon ein stattlicher Kandidat. Sieht schon nicht schlecht aus. 122, nee, das war 122 Meter. 100, fast 140 Kilo. Schön, ne? Finde ich gut, ey. Also rein von der Optik her, macht irgendwie einen geilen Eindruck, macht einfach, sieht schön stämmig aus, Fell sieht gut aus, vom Licht her ganz geil gemacht, schön, sehr, sehr geil gemacht, sehen gut aus, erstes Tier hier, der dicke Schweinebraten, nehmen wir gerne mit, nächstes Tier, ich weiß nicht, ob wir es kriegen, da hinten war, hörte sich an wie ein Fuchs. Graufuchs wäre natürlich insane, ne? Graufuchs wäre natürlich der Hammer. Sollen wir mal callen? Gehen wir mal davon aus. Ich habe es jetzt noch nicht nachgeguckt, dass... Waschbär? Mach mir nicht fertig. Was lockt das Ding den Waschbären an? Rotluchs, Kojote, eurasischer Luchs, Streifen, Gnuschakal, Löwe, Grauwolf, iberischer Wolf, mexikanischer Rotluchs. Rotfuchs, Kojote, eurasischer Luchs, Streifenschakal, Löwe, Grauwolf, iberischer Wolf. Lockt den Fuchs nicht an. Ob es extra Lockmittel gibt für die? Da hat der Waschbär direkt gecrawlt, ey. Aber wir hatten ja hier noch eine Blutspur. Ich habe sie gerade nochmal gesehen. Und wir müssen uns auch ein bisschen bewegen, denn... Denn es wird langsam Abend. Da ist er schon, Alter. Stufe 5. 120 Meter. Ich habe keine passende Waffe dafür. Stufe 2. Also Stufe 2, er ist Kategorie 5. Könnte den höchsten... Ich kann den nicht locken. Ich habe nichts zum Anlocken. Ich renne da auch gar nicht erst hin, ey. Das wäre ja mies, ey. Das wäre ja mies. Ach, wie krass, ey. Schön. Also, von der Atmosphäre bisher schon gut. Ich finde die Wälder hier schon mal ganz schick. Was ich halt natürlich immer mag, ist, wenn man halt schön weit reingucken kann. Das sieht schon mal ganz gut aus. Man kann sich... Hab ich mich verjagt, Alter? Was macht er denn für einen Sound? Alter, was ist er denn für einer? Huch!
Und ich weiß gar nicht, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was der für eine Kategorie ist. Ob der 2 ist, der ist doch nicht so groß, oder? So ein Waschbär? Ist ja der Hammer, Alter. Erstmal erschreckt vom Waschbär, ey. Ist ja echt der Hammer. Schreit er mich hier an, ey. Oh, guck mal, da hinten ist da... Ne, ich dachte, da wäre irgendwie das Gebäudemäßig was. Ist aber auch noch nichts zu sehen. Ich schleiche erstmal ein bisschen weiter. Haben wir das schon so spät? Ja, offensichtlich. Ich konnte die Spuren schon alle gar nicht mehr sehen. Offensichtlich ist es schon so spät, dass hier die Spuren schon im Dunkel weggehen. Wir müssen uns tatsächlich ein bisschen dann beeilen, dass wir noch da vorne hinkommen. Ich hoffe, dass da ein Camp ist, eine Base ist. Dass wir uns da erstmal passend ausrüsten können. Dann gucken wir natürlich noch rein, ob es mit dem aktuellen DLC auch noch Waffen vielleicht gibt, ob da irgendwas freigeschaltet wurde oder ob das quasi nur die Map ist. Ist natürlich auch immer spannend. Schauen wir gleich mal rein im Shop. Jetzt erstmal weiter dahin in die Richtung. Ob einen der Waschbär angreift, wenn er schon so fies rumruft, ey? Wir laufen einfach mal ein bisschen weiter. Huh. Da! Stufe 1 ist der. Da liegt noch einer. Und weg ist er. Alter, ist das cool. Ist das abgefahren. Da chillen die hier rum. Nicht gut getroffen, schade, ey. Da chillen die hier rum auf der Straße. Oh, da muss ich aber gucken, dass ich die dann auch... Sehr alt, Graufuchs. Dass ich die dann aber auch demnächst gut treffe. Wenn die jetzt nicht so easy umkippen. Ich hab doch gedacht, Alter, der ist doch nicht groß. Aber dafür macht der richtig Radau, ne? Und wo ist er hin vor allem? Habe ich ihn so schlecht getroffen? Komm, was haben wir hier? Hier ist was Watschelndes. Virginia Wachtel. 0 Kilo. Alter, wie gut. Wie gut. Ja, wo ist er denn jetzt hin hier, der kleine Mann, ey? Alter, wer schießt den Waschbären? Waschbären, wobei Waschbären sind ja, ich glaube selbst, die sind ja eingeführt, glaube ich, auch schon mittlerweile in Deutschland, zum Teil wirklich eine Plage geworden, ne? Ich weiß natürlich nicht, wie das hier ist, wo sie in freier Natur rumrennen. Wahrscheinlich sind sie da keine Plage. Nicht invasiv. Von daher dann auch mit natürlichen Feinden. Aber so ein Waschbär, ich meine, das ist halt... Oh, Alter! Also jetzt mal wirklich! Was ist denn das für ein Ruf? Da scheißt der dich ja ein, Alter. Der macht mich ja fertig. Schon die ganze Zeit Angst, dass ich gleich vom Alligator weggefressen werde. Einfach random. Und dann auch noch hier im Halbdunkel, ey. Ist ja nicht auszudenken. Und ich finde die Spur nicht mehr von dem. Ich werde das gleich nochmal nachverfolgen. Wir gehen jetzt erstmal zu der Hütte. Ich muss ja eh... Vor mir anscheinend noch einer. Da. Da. Das ist auch die Spur. Alter, wie wild.
wie wild. Die Frage ist, wie schreckhaft die eigentlich sind. Anscheinend nicht so super schreckhaft. Hier ist die Spur, geht hier rüber. Und da hinten liegt er auch schon. Und sein Dude ist da aber ganz in der Nähe. Alter, der erste Waschbär. Der erste kleine Waschbär. So cute. Und so schlecht getroffen. Ich bin gar nicht reingekommen. Klasse 1. Ah. Okay, deswegen so übel. Das ist natürlich der Hammer, ey. Oh, da muss man natürlich wirklich gucken. Also ich denke, für die Wachtel hier wird das gut sein. Auch die Wachtel Kategorie 1. Das ist natürlich super praktisch. Alter. Mittlerweile erschrecke ich mich nicht mehr. Ihr komischen Viecher, ey. Schau mal vor, du rennst hier durch die Pampas und auf einmal schreit hier immer sowas, ey. Dass du da nicht irgendwie... Da wirst du doch kirre bei sowas. Da kommst du aber richtig ins Rennen. So, wir gucken jetzt erstmal, dass wir da vorne zu dem neuen Camp kommen. Ich bin auch da schon sehr gespannt, wie das aussieht, wie das gestaltet ist. Die ganzen Maps haben ja immer ein bisschen unterschiedliche Designs, eben auch von den Gebäuden, von den Aussichtstürmen und sowas alles. Freue ich mich schon drauf. Warnruf, Waschbärmädchen. Tja, das ist schon ein Ding, ey. Ist aber auch da wieder ein bisschen eigenartig, ne? Also ein bisschen widerstrebt es mir auch da so kleine Waschbären wegzuballern. Naja. Ah, guck mal, hier haben wir die öffentliche Infrastruktur, Müllentsorgung auch schon hier angeschlossen. Also, es war zumindest mal alles sehr zivilisiert hier. So soll das sein. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, wir sind schon gleich da. Ach ja. Cool. Und dann machen wir auf jeden Fall jetzt gleich erstmal Licht. Das heißt, erstmal sofort schlafen gehen. So Wasserlöcher. So Wasserlöcher. Oh, 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 oh. Das wird gut. Das wird richtig gut. Bäm, jawohl. Erstmal Licht anmachen hier. Lalala. Und dann schauen wir uns natürlich um hier. Wie sieht's denn aus? Wie ist denn hier... Ja, wie sind die Gebäude gestaltet? Schön so ein Container. Alles mit... aus Blech und Pressholz. Rabums. Klimaanlage muss natürlich auch rein. Klarer Fall. Sehr gut. Die Apfelkitsche hier. Die Pulle Wein. Der Gute, der ist auch in den anderen, jawohl. Bisschen Werbung muss sein. Die olle Glotze. Kann man hier Licht machen? Nee. Krass. Und das ist tatsächlich das Bett. Alter, es sieht ein... es sieht ein bisschen wild aus hier. Es sieht wirklich wild aus. Auch hier mit den komischen Bildern. Das ist ja abgefahren. Kann man hier hinten noch rein? Nee. Also es sieht aber wirklich wild aus. Die Klimaanlage macht Sound und es kommt tatsächlich so Luftpartikel da raus. Uff, übertrieben. Übertrieben, Leute. Sehr schön. Okay, wir legen uns erstmal hin. Ruhen uns erstmal kurz aus. Stellen das Ganze mal wieder schön auf. Ich bin ja gerne so morgens 5, 5.30 ungefähr starte ich ja gerne. Dass man so in den frühen Morgen halt reingeht. Ah. Und ein Regentag. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich hoffe, es hört schnell wieder auf. Ah. Cool. So, wir haben es hell oder annähernd. Es wird immer heller. Erstmal direkt ein bisschen umschauen hier. Ob wir irgendwas Spannendes schon entdecken.
Alter. Ja, Moskitos gibt es hier bestimmt auch jede Menge, wenn das hier schon alles so nass und sumpfig ist. Am Wasser bisher noch nichts zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz hier in den Shop rein und schauen uns an, was es denn alles gibt. Gibt es irgendetwas Neues? Mal eben kurz die Gewehre durchschauen. Hier, ne? Kullmann. Kullmann. Kaliber 22 auch. Ist das richtig? Kostet 75.000? Warte mal. Nee, was ist das? Nee, Moment, das ist die? Doch, das ist die. Die King ist schon lange. Aber die ist doch neu. Hornet. Hornet. Wasp. Die ist cool. Die ist natürlich sehr, sehr geil. Kompatible Gegenstände. Aha. Oh, krass. Für Füchse. Piercing-Munition. 15er Durchschlag. Oder halt größere Aufpilzung. Ja. Da sehe ich mich natürlich auch schon direkt wieder mit. Alter Falter. Die Frage ist natürlich dann wieder, wie viel Schuss sind drin. Werden wir aber bestimmt bald sehen. Gewehre. Schön. Das ist schon mal ein schönes Gerät. Freut mich. 7000, 75.000. Ja, ich muss ein bisschen sparen. Noch irgendetwas dabei? Ich glaube bei den Gewehren. Oh. Wildcat Magnum. Auch neu dabei. Könnte ich mir schon leisten. Möchte ich jetzt allerdings nicht. Auch da kompatible Gegenstände. Okay. 3 bis 8er Munition. Okay, auch das ist natürlich übelst wild. Waffen oder Munitionsarten mit so einer Riesenspanne sind natürlich super interessant, dass man eben dann nicht so viel mitnehmen muss, so viele verschiedene Waffen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sieht auch schon richtig gut aus. Geiler, klassischer Revolver. Nice. Flinten. Schauen wir da rein. Die ist neu, ne? Ich meine, die ist neu. Ich habe ja die Tage ein paar Mal reingeschaut. Kompatible. Okay, es ist die Kaliber 12. Muni. Ja. Gamekeeper. Premium-Fabrikat der Kevashem Kaliber 12. Die ich jetzt habe. Ah, okay. Schön. Ja, ist natürlich auch stylischer. Also durchaus auch ein Gerät, was ich mir holen würde. Beziehungsweise höchstwahrscheinlich einfach hole. Einfach auch nur für einen Style. Ich meine, sieht geil aus. Nimmt man auch gerne mit. Fühlt sich bestimmt einfach gut an. Gibt es Bögen? Gibt es Bögen oder irgendwas in der Art? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. So, also wir rüsten uns jetzt erstmal wieder neu aus. Denn wir müssen natürlich auch schauen, dass wir jetzt hier mit den Gegebenheiten klarkommen. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich mitnehme. Ich schmeiß erstmal gerade alles raus. Das bleibt natürlich alles drin. Lockmittel, wo wir gerade hier sind, Laden, Visiere, bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher, ob es da was Neues gibt, ich denke nicht. Pistolen und Flinten, Bögen und so weiter, Lockpfeifen, das sieht noch alles altbekannt aus, aha, Waschbär, oh mein Gott, wie gut, kostet auch wieder 6.000. Sollten wir aber, glaube ich, schön rein investieren. Waschbär, Rufhorn, Sturm. 6.000, ja, da müssen wir rein. Das ist halt Investition, da geht kein Weg dran vorbei. Jetzt müssen wir natürlich schauen, haben wir irgendwo noch was dabei
Vielleicht für das Geflügel, was hier dabei ist, was hier rumrennt. Kanadagans, Reh, Sickerhirsch, okay. Ich habe noch nicht diesen Graufuchs. Iberischer Grauwolf. Kann man den nicht anlocken? Ist der einfach doch hier drin? Rotfuchs? Rotluchs? Truthahn, Rio Grande Truthahn, östlicher Wildtruthahn. Ist der hier? Waschbär. Wildschwein Razorback. Okay, das Ding habe ich auch schon dabei. Aber ich sehe momentan noch nicht. Oder ich habe es einfach übersehen. Oder ich kriege es einfach nicht hin. Zimtente, Stockente. Nö. Ja, wie auch immer, kriegen wir schon irgendwie hin. Haben wir Duftstoffe? Ich glaube auch nicht. Attrappen für Truthähne, Zimtenten und so weiter. Okay, das ist alles das altbekannte. Kleidung, da irgendwie was Neues? Ich glaube auch nicht. Zelt, okay. Ja, wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben, glaube ich, die wichtigsten Sachen uns auch schon angeschaut. Wir nehmen natürlich das Ding hier nochmal mit für den Waschbären. Und dann gehen wir jetzt in die Waffen rein. Ich habe jetzt natürlich nichts für Stufe 1 bis 2, ne? Geht eine Pistole vielleicht 1 bis 2? Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Wir gehen mal eben in die Munition rein. Aber irgendwas mit 1 bis 2 gibt es, glaube ich, nicht. 2. Also das ist eben das, der Vorteil jetzt doch da. Das ist halt jetzt... Oh, warte mal, ich habe davon. Ich habe davon. 10-mal. Habe ich die Waffe denn auch schon? Habe ich die Waffe im Lager? Nö. Nö. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist die 303. Die 303 und die passende Munition. Das ist die große. Die nehmen wir safe mit. Stradivarius. Die nehmen wir safe mit. So, dann hatten wir die jetzt gerade. Ne, die habe ich nicht. Die könnte ich bloß kaufen. Ich habe sie nicht. Genau. 2 bis 6. 4. 2 bis 6. 1 bis 2 ist wieder die gleiche. Ich meine, es ist die einzige Munitionsart mit genau in dem Bereich. Okay, wir bleiben jetzt also bei der Kaliber 22 für klein. Das heißt, wir nehmen natürlich dann auch diese Waffe mit. Und vielleicht... Dann, oder ich nehme eine Schrot mit, wobei auf die Entfernung macht es vielleicht nicht so viel Sinn. Oder wir locken an. Das wäre eine Möglichkeit. Ich nehme doch nochmal die Flinte mit. Und nehme dann passend dafür, das war jetzt die Kaliber 12. Und nehme dann passend dafür, Rehposten ist 2. Aber Waschbär ist halt 1, ne? Ja. Ich nehme trotz allem diese beiden Waffen, Munitionsarten mit. Das nehmen wir auch noch mit. Okay, dann haben wir es. Dann haben wir es soweit. Wir kaufen uns noch ein bisschen Munition. Und wir kaufen uns natürlich auch noch passend für die kleine. Hier ist sie. Und dann können wir auch schon gleich los. Bei der Pistole auch nicht, ne? Pistolenmunition auch nicht. Flintenmunition. Also 1 bis 2 ist halt ganz neu im Game. Was aber auch wahnsinnig gut ist, ne? Natürlich deutlich praktischer, dass man dann eben mit der Munitionsart eben auch Einsatire immer noch
weitgerecht schießen kann. So, das reicht. Davon haben wir genug. Pfeile. Pfeil, 1 bis 2. Pfeil 1 bis 2 wäre natürlich perfekt auf Waschbär. Alter. Hier auch. Leuchtspitze. Was sind das jetzt hier? Leuchtspitze, bla bla. Pfeil. 1 bis 2. Das wär's, ne? Da haben wir die 1 bis 2er. Ich muss einen Bogen mitnehmen. Ist ja wohl klar jetzt, oder? Damit mache ich hier meine ersten Bogenskills. Ich gönne mir Ette. Ab ins Lager. Wir tun die Flinte wieder raus. Wir nehmen das Gerät mit rein. Flinte raus. Und wir nehmen passend natürlich... Ha, das wird cool. Auf dem Waschbär mit dem Bogen. Finde ich fair. Irgendwie, oder? Kompatible Gegenstände. Hier, 1 bis 2. Die brauchen wir. Mit Leuchtspur auch sehr praktisch bei dem Kleinen. Alter, Gewitter. Wir nehmen erstmal entspannt ein paar Pfeile mit. Wir brauchen erstmal ein paar Bogenpunkte, dass wir auch richtig gut zielen können. Das heißt, für den Anfang wird es ein bisschen tricky. Aber auch das ist durchaus fair, dass der Waschbär natürlich auch noch ein paar Chancen hat. So, alles klar. Das Teil kommt raus. Ah, soll ich es drin lassen? Und vielleicht doch die Flinte für Größeres. Die Munition ist 4 bis 8. 4 bis 8. Ich habe nichts für Dreier-Tiere. Ich weiß nicht, was es als Dreier möglicherweise gibt. 4 bis 8. Ich nehme noch das mit und Reposten. Ich nehme es nicht mit. Und nehme noch die Ranger mit. Komplett übertrieben. Die lasse ich aber erstmal... Komplett übertrieben. Die lasse ich erstmal drinne. 2 bis 6, genau. Winchester. Piercing Munition. 2 bis 6. Okay, aber jetzt. Ausgerüstet. Hat lang genug gedauert. Da hinten wird schon gerufen. Und ich würde sagen, der Wind steht günstig. Wir machen uns auf die Socken. Wir gehen erstmal hier nochmal zurück. Und besuchen hier natürlich erstmal den Aussichtspunkt. Dass wir uns hier erstmal ein bisschen zurechtfinden. Wie gesagt, der Wind passt. So gerade eben noch. Gehen wir mal dahin. Geruchsneutralisierer drauf. Dann rüsten wir natürlich erstmal auch alles aus. Größte Waffe. Die lassen wir erstmal zurück. Kleinere Waffe und Pfeil. Munition muss rein. Die Pfeile. Die Muni. Und die große Munition. Visiere haben wir zweimal. Wir haben kein Visier. Haben wir doch. Haben wir doch, aber wir haben nicht dieses Visier mit dem automatischen Entfernungsmesser. Das heißt, auch da bleibt es natürlich jetzt für den Anfang ein bisschen tricky, bis ich die ersten Points habe. Die ersten Points im Bogenschießen. Jo. Alter, ist es tatsächlich ein schöner, regnerischer Tag? Aber eigentlich wurscht. Virginia Wachtel, Brunftschrei. Nice. Und man kann da nicht hinterher pfeifen, ey. Die würde ich jetzt allerdings dann doch mit der kleinen Kaliber 22 schießen. Was sind das hier? Tabakfelder? Tabak ist nicht so strauchig, ne? Nicht so hochwachsend. Ist da was zu sehen? Oh, warte mal, hier sind Spuren.
Da haben wir schon Spuren. Sehr alt, aber es war ja jetzt gar nicht so ganz weit weg, der Call. Und da man hier so richtig weit schauen kann. Gucken wir doch mal rein. Ich sehe gerade unten rechts in der Ecke, das fällt mir gerade auf, ist mir vorhin schon irgendwie, habe ich das kurz gesehen, aber jetzt sehe ich es halt deutlicher. Da ist noch so ein Würfelchen oben drüber. Was ist denn das? Was ist denn das Würfelchen da unten über der 10? Da muss ich ja erstmal gucken. Langsam rein. Brunftschrei, Virginia Wachtel. Wir nehmen allerdings hier die Flinte. Perfekt. Anschleichen. Es ist regnerisches Wetter, das heißt, wir sind ganz gut getarnt dabei. Ist ja geskillt. Absolutes Dickicht hier. Und irgendwo dazwischen wachtelt sie rum und wachtelt auf uns. Perfekt. Einfach langsam vorwärts. Können wir hier in die Reihen jetzt reingucken? Oder wie sind die hier aufgebaut? Ne, da können wir jetzt erst reingucken, ne? Die gehen jetzt hier so schräg rüber. Die wird doch irgendwo hier zwischen hocken jetzt gleich. Safe, ey. Geruchsneutralisierer ist drauf. Groß. War da was zu hören? Alter, dieser miese Waschbär. Dieser miese Waschbär. Kannst du den nicht ausdenken? Alter, wie der mich noch weiter erschrecken wird, ne? Okay, hier sind gar keine Reihen. Das ist einfach so wild. Wie soll man die denn dann entdecken, ey? Das wird tricky. Ich würde sie einfach auch gern... Da. Nee, Waschbär wieder. Ich würde sie einfach auch gern sehen. Da. Sie fliegen. Ha. Geil. Geil. Eine Wachtel vom Himmel geschossen. Da ist sie. Eine Goldwachtel, Alter. Einfach mal ein Goldhühnchen. Einfach mal die kleine Wachtel schön in den Arsch geschossen. Ich werd weich, Alter. Ich werd weich. Wie geil. Mega gut, ey. 900 Gold. Cool. Also, sehr, sehr geil. Sie flattern auch noch los. So muss das sein, ey. Ist das cool. Ich bin immer noch gespannt, ob es irgendwie sowas gibt oder ob ich es einfach übersehen habe. So ein Rufer oder so. Also, auf jeden Fall jede Menge Waschbären. Ist ja krass. Ist ja krass. Wir gehen nochmal hier in diese Richtung. Hier waren ja auch jede Menge Waschbären, aber eben auch die Schweine. Mein erster Schuss mit diesem neuen Account hier wäre natürlich auch ganz interessant. Mein erster Schuss mit dem Bogen fände ich jetzt auch nochmal ganz geil, wenn wir das noch hinkriegen würden auf den Weg zum Aussichtspunkt. Hammerhart, ey. Hammerhart.
Und da klackert es schon wieder. Wachtelwarnruf. Okay, die sind natürlich auch echt übelst klein, diese winzigen Wachteln. Die sind ja übelst klein. Die Wege hier zwischen, das ist cool, ey. Also wirklich, dieser Agrarpart, der hier so drin ist, ne? Dass man hier wirklich so auch... Ich finde die in Hirschfelden, die Felder, die sind halt so, ja, halt so abgeerntete Felder alles. Da hinten. Aber das hat schon Style irgendwie hier alles. Rennt auch ein bisschen weg. 50 Meter kriege ich aber gerade doch da. Stufe 1, Stufe 1. 40 Meter. Kriegen wir den? Hab ihn! Oh, läuft noch ein bisschen. Oh, was war das? Oh, da gibt es irgendwelche komischen Lags. Ich krieg den nicht. Ich weiß nicht, wo der hinschießt. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ich war auf 60 Meter. Ich habe also die ganze Zeit ein bisschen drüber geballert. Die ganzen Pfeile hier am Blinken. Stufe 2. Also durchaus auch möglich, den Fuchs hiermit zu kriegen. Ich muss dringend natürlich dann bald mal bei den Pfeilen ein bisschen skillen, dass ich die auch wieder einsammeln kann, gerade wenn ich so hier rum eskaliere. Andererseits kommen ja demnächst auch noch die Skillpunkte hier rein. Und dann, da ist er. Und dann ist es natürlich auch einfacher mit dem Ranzoom und sowas alles. So, da ist er, der erste kleine Waschbär. Cute, passende Munition. Ja, einigermaßen getroffen, aber auch erledigt. Das ist natürlich schon sehr, sehr cute, oder? Das ist natürlich schon wirklich... Also das schießt man doch nicht. Wer schießt denn da drauf? Ist ja der Hammer. Okay. Mitgenommen. Warnruf, Waschbär. Da war noch gerade ein zweiter. Gleich mal gucken, wie das auch kohlemäßig ist und XP-mäßig hier von den Waschbären. Ob sich das lohnt. Bogen-Skill-Points, das ist natürlich auch wichtig, dass es hier weitergeht. Alter Falter. Coole Sache. Sehr, sehr, sehr coole Sache. Und auch da geht es weiter. Der geht in die Richtung. Finde ich gut. Renn da hinten rum. 60, 70 Meter. Oh, da hinten ist noch irgendeiner. Hat sich gerade aufgestellt und sich ein bisschen Ausschau gehalten. Da ist er. 75 Meter. Könnte ich natürlich nochmal versuchen. Aber ich sehe ihn nicht mal mehr, Alter. Nee, nee, kannst du knicken. Die da hinten. Na, kannst du eigentlich knicken. Also auf die Entfernung, so winzig kleine Ziele, ist schon übelst tricky, ne? Steht der da jetzt echt noch rum? Sitzt der da jetzt wieder? Ich sehe es nicht. Doch, da sitzt noch einer, ne? Oder liegt der da? Das ist der, den ich... Ja, der liegt da. Den ich noch getroffen habe. Also nehmen wir ihn natürlich noch mit. Sehr schön. Was ist da vorne? Alter, ist da diese Überschwemmung? Alter, da ist die Überschwemmung. Ich habe ja schon ein bisschen Schiss, ne? Da rennt sie hier gleich durchs Wasser und dann wirst du auf einmal weggezogen von so einem Alligator. Alter.
Lass mal lieber. Silberwertung. So schlecht getroffen. Ab 12 ist Diamant. Krass. Krass, krass, krass. Schön, ey. So, wir müssen nicht durchs Wasser, das ist schön. Wir gehen weiter in die Richtung und da vorne gibt es den Aussichtspunkt. Alles komplett matschig und nass. Dieses Rumgefauche, ne? Ich könnte die ja anlocken. Ich habe ja die Lockpfeife. Aber die sind auch genau in meinem Mief schon wieder, ne? Der Wind geht genau in die Richtung, also keine Chance, die effektiv anzulocken. Viel zu tricky. Und es regnet weiter am Mississippi. Und es regnet weiter. Ich bin schon gespannt auf den ersten Alligator oder ähnliches. Vor allem natürlich auch die Anzahl, die Vielzahl der Tiere, also wie viele es dann tatsächlich auch werden. Ich vermute einfach mal, dass es nicht so viele werden. Vielleicht ähnlich wie bei den Grizzlies oder sowas. Das sind ja, waren ja, glaube ich, auch nicht immer so wirklich viele, dass man mal ab und zu welche gesehen hat. Dass es halt irgendwie nicht übertrieben ist, oder? Gerade mit solchen großen Viechern. Und ich bin natürlich gespannt, welche Kategorie die sind und so. Aber das ist eben das Schöne, einfach alles entdecken, ausprobieren. Und ich lasse mich da auch gar nicht großartig spoilern. Ich habe gar nicht so in die Infos reingeguckt, was dazu jetzt alles gekommen ist. Daher ja auch die, für mich, die Neuigkeiten mit den Waffen und so. Das finde ich immer eigentlich ganz geil. Einfach das DLC geholt. Gerade Map-DLCs lohnen sich halt immer wahnsinnig. Für den Kurs bekommt man einfach sehr, sehr viel geboten. Und da lohnt es sich einfach Stück für Stück die weiteren Map-DLCs sich zu gönnen. So, gucken wir mal. Ja, eigentlich ein Standard-Turm. Gut in Schuss. Ja. Ja, also nichts Besonderes. Gut gesponsert. Jo. Genau. Und da haben wir den großen Turm entdeckt. Die erste Area hier aufgedeckt. Gucken wir nochmal drauf. Hier ist es. Und hier ist auch direkt schon das nächste Haus. Setzen wir schon mal einen Wegpunkt hin. Den wir dann natürlich beim nächsten Mal erkunden. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin wahnsinnig gespannt, was wir hier noch weiter entdecken. Ja, oder im nächsten Livestream. Bis dahin.